Grüß euch, schön euch wiederzusehen. Ja, du bist wirklich, was du denkst. Und das Denken ist eine sehr kreative Kraft. Tatsache ist, dass du dir alles erdenken kannst, was du sein willst. Du kannst also in dir die schönste und beste und leichteste und harmonischste Version erdenken, die du nur haben willst und die du nur sein willst. Und das wird auch eintreffen, sofern deine Schwingung damit übereinstimmt. Und darum rede ich auch immer davon, dass du bitte zunächst einmal vor allem anderen deine eigene Schwingung so sehr erhöhst, dass du von dir die höchste und beste Version erdenken kannst, die dir nur einfallen mag. Und dass dich so gesehen also einfach alles verlässt, was dein Denken beschwert. Letztendlich ist alles, was dich umgibt, nur ein Anzeiger. Es weist immer auf irgendwas hin. Keine Frage. Dass irgendwie alles, was da so rumkeucht und fleucht, dass das irgendwie auf dein Selbst, auf deine Persönlichkeit, auf dein Ich reagiert. Aber wenn deine Schwingung so hoch ist, dass du nicht nur Licht bist, sondern auch ein so starkes, auch wirklich helles, weißes Licht bist, dass dein Licht in der Lage ist, alles zu verbrennen, geistig alles zu verbrennen, jede Vorlage ausmerzt, die dir Unglück oder Kummer oder Leid verursachen würde, dann wärst du von Kummer, Leid und Ähnlichem befreit. Aber nur, wenn die Vorlage nicht mehr dafür da ist. Denn wo keine Vorlage, da keine Auswirkung. Das ist etwas, was die meisten vielleicht irgendwie verstehen, aber irgendwie ist es für sie fremd und irgendwie haben sie dafür gar keinen Bezug und dafür keinen Bezug. Als ich vor Jahren einmal sagte, Mensch, erhöhe deine Schwingung und denke anders, da sagte jemand, da soll er sich gesund denken. Ja. Denn nur wenn du in deinem Denken krank bist, wenn dein Geist die Vorlage dafür bietet, dass du krank werden kannst, wirst du krank. Da können alle anderen sich auf den Kopf stellen. Es geht tatsächlich darum, dass du aus dir, dass du dich in eine höhere Schwingung katapultierst und dass du dich dann nicht nur hin katapultierst, sondern dass du dahin transzendierst. Das heißt, dass sich in dir durch deine Schwingung alles wandelt, alles befreit wird, alles freigesetzt wird, was du sein und haben willst. Und alles draußen bleibt, was damit nicht mehr übereinstimmt. Das ist aber eine Entwicklung, die nicht erst ja gerade eben passiert, sondern das ist etwas, was schon immer da war. Letztendlich traf alles in dein Leben ein, was zu deiner Schwingung passte. Es geht nicht darum, dass du dir wortwörtlich jedes Szenario genau vorstellst, im Detail vorstellst, wie das bitte zu sein hat. Denn da können hunderte Fehler passieren. Ich weiß nicht, wie viel MC Escher ihr noch braucht, um das zu verstehen. Also MC Escher war ja wirklich ein begnadeter Künstler und seine Gemälde, seine Zeichnungen über was er da für Gebäude entworfen hatte, die waren ja wirklich großartig, die Gebäude, die er da entwarf. Also ich kann mich an Belvedere erinnern, das war so, das sah einfach toll aus. Ein tolles Bauwerk, Balkone, eine Frau stand da, ein Wasserfall, alles war da und alles stimmte im Detail. Jedes Detail war völlig richtig. Aber das Bauwerk könnte man nicht nachbauen, denn es würde nicht funktionieren. Obwohl jedes Detail davon stimmt, wenn man es zusammensetzt, funktioniert es nicht. Und das ist das, was wir hier im Leben tatsächlich vorfinden. Darum sagte ich auch gerade, wie viel MC Escher braucht er denn noch? Tatsächlich kann man sich also alles Mögliche gut vorstellen. Und dann stimmt auch alles im Detail. Aber in der Zusammensetzung all dessen, was du sonst noch denkst, stimmt es nicht. Das passiert nur, und das stimmt nur, in einer höheren Schwingung.
Denn da setzen sich alle Details, was man so gedacht hat, was einem so durch den Sinn schießt, worauf man so seine Aufmerksamkeit richtet. Auf einmal setzt sich das alles wunderbarerweise gut zusammen, ohne dass eins das andere stört. Ganz einfach, weil nämlich alles die gleiche Schwingung hat. Und wenn Schwingungen hoch sind, ergänzen sie sich großartig. Aber nicht, wenn man noch eine schlechte Schwingung hat. Darum kann jemand sich auch nicht einfach so als König oder was weiß ich was vorstellen, wenn er eine schlechte Schwingung hat. Täte er das, was oft passiert ist in unserer Geschichte, dann kam dabei meistens nur Murks raus. Da kam wirklich, das war einfach alles ein bisschen, das war alles völlig im Eimer. Aber Tatsache ist, dass das sehr viele Menschen erlebt haben, weil deren eigene Schwingung nämlich dazu passte. Das heißt, deine eigene Schwingung passt zu den Geschehnissen, die du erlebst. Darum rede ich immer davon, dass du bitte deine Schwingung erhöhst. Das ist für dich das Allerbeste. Und es wird auch für niemanden anders schlecht sein. Höchstens für die, die noch eine schlechte Schwingung haben und irgendwie noch in dieser schlechten Schwingung verharren. Das ist ja nun auch, das ist vor 2000 Jahren passiert. Mit Jesus Christus so schief gegangen. Tatsächlich war der Mann, da kam aus einer Kristallschwingung, alles war gut. Darum kann er auch so viele Menschen heilen, darum konnte er für Brot und Wein und Fische sorgen und darum hatte er auch eigentlich gegen niemanden einen Groll. Aber er kam gegen die Masse an Hass und Ablehnung, Angst und Angst, dass man selber zu kurz kommt, einfach nicht mehr an. Und kein Wunder, dass er am Kreuz geendet ist. Denn er hatte sich irgendwie so ein bisschen doch verrannt. Und wenn ich der Bibel so ein bisschen glauben darf, dann hatte er ausgerechnet seine Mutter die Tür gewiesen. Ausgerechnet ihr. Die ja nun, wie wir wissen, also wir bedenken, also wissen tun wir es vielleicht nicht unbedingt, aber wir stellen uns das immer so vor, ganz einfach frei aller Sünde war. Ausgerechnet ihr weist er die Tür. Kein Wunder, dass er gegen den ganzen Bus nicht mehr ankam. Es geht tatsächlich darum, dass du dein eigenes höchstes Selbst, dein wirklich wahres Ich, störungsfrei empfangen kannst. Und das kannst du nur in einer höheren Schwingung, in einer hohen Schwingung. Denn dann ist der Empfang nämlich bestens. Da gibt es keine Störfaktoren mehr. Alles andere, was dich hier noch so erwarten könnte, bevor Menschen Angst haben, wo sie Sorge haben, wie hypnotisiert wie ein Kaninchen auf die Schlange gucken, das sind Auswirkungen einer schlechten Schwingung, die zurzeit sehr viele Menschen bedienen. Sehr viele. Ob in den Medien oder im Privatbereich, egal wo. Da gibt es viele Menschen, die noch genauso denken, wie es in eine schlechte Schwingung passt. Oder umgekehrt, sie sind in einer schlechten Schwingung gefangen und darum denken sie auch so. Wie es ihnen selbst nicht gerade zum Besten geschehen wird. Das ist das Problem. Ich würde sagen, versucht es einfach mal. Probiert es aus. Ich meine, es ist ja nun nicht weiter schwer zu sagen, ich finde höhere Schwingung. Später begreifst du auch selbst, worum es geht. Am Anfang werden sich sehr, sehr viele Helferlein, sehr viele Engel und so weiter einstellen, um dir zu helfen, dass dein eigenes Denken dich selbst befreien kann. Sie können dich nicht befreien, aber dein eigenes Denken kann es, sofern du eine hohe Schwingung hast. Ich hatte gestern, das muss ich korrigieren nicht, aber ich möchte es ergänzen. Ich habe gestern gesagt, dass also die höchsten Engel, ich wollte ja, als ich da gerade erst anfing mit meiner Glaubenskarriere sozusagen oder meiner Schwingungskarriere, da wollte ich natürlich den höchsten Engel haben. Natürlich, meine Probleme schienen so unüberwindbar groß zu sein, dass ich natürlich gleich den Chef haben wollte und nicht da und nicht irgendwelche aus dem ersten Stock sozusagen. Nee, nee, da hätte ich schon ganz gerne dann gleich die höchste Hilfe. Aber ich sagte gestern auch, aber die höchste Hilfe
also sprich ein Erzengel sollte es dann auch mindestens schon sein, hätte ich gar nicht wahrnehmen bzw. empfangen können. Ich hätte seine Botschaften gar nicht gehört. Einfach deshalb, weil die Wellenlänge gar nicht übereingestimmt hätte. Und wir haben hier auf der Erde sehr viele hochkarätige Wesen, allesamt mit einer hohen, hohen Schwingung, die in der Lage sind, uns zu verstehen. Und ich habe gestern auch von einer Engelhierarchie gesprochen. Die gibt es. Aber ich glaube eigentlich eher, dass die mit der höchsten Schwingung diejenigen sind, die uns hier auch zur Seite stehen. Wir können sie vielleicht nicht ganz so empfangen, aber es sind immerhin die, die bei uns sein können und unsere Nähe überhaupt aushalten. Damit wir nicht sie mit unseren Gedanken, mit dem, was wir alles so finden, mit unseren Vermutungen, mit unseren Vorstellungen, sie geradezu zu ersticken. Das tun nämlich die meisten hier. Sie ersticken sich selbst durch das, was sie an angsterfüllten Ideen da im Kopf haben. Wir haben also hochkarätige Wesen hier um uns herum. Die halten uns halbwegs aus und versuchen uns immer mehr zu einem höheren Denken zu inspirieren. Das tun die unermüdlich. Sind nicht immer dieselben, aber immer die gleichen. Das heißt, sie werden sich abwechseln. Ich denke mal, länger als eine Stunde oder eine halbe Stunde hält man uns nicht wirklich aus, wenn man darauf bedacht ist, dass man selber seine hohe Schwingung behalten möchte. Und dann geht der und dann kommt der Nächste. Erfüllt den gleichen Auftrag in derselben Art und Weise, aber es ist aber nicht derselbe. Deshalb hast du eine Schar von hochkarätigen Wesen um dich herum, die sich auch namentlich abwechseln. Sind nicht immer dieselben, die haben nicht immer denselben Namen. Und in der höchsten Regel hat sowieso keiner mehr einen Namen, den braucht er auch nicht mehr. Weil er identisch ist mit allem, was ihn nur so um ihn herum ist. Ich habe gestern auch davon gesprochen, es gibt im Jenseits oder in einer höheren Sphäre hat man keine Spiegel mehr. Die brauche ich auch nicht. Die braucht keiner. Ganz einfach deshalb, weil man sein eigenes Selbst in dem anderen wahrnimmt. Und das heißt, und das, so, es geht ungefähr wie folgt vor sich. Man selber hat eine so hohe Schwingung, hat sich so von allem befreit, hat sich von allem gereinigt, das eigene Denken ist wieder unbeschwert und unbelastet, dass es nur auf die treffen kann, die ebenfalls unbeschwert und unbelastet sind und die sich selbst ebenfalls gereinigt haben. Das heißt, sie selber bieten einen wunderschönen Anblick. Und treffe ich auf sie, erkenne ich in ihnen mein eigenes Ich, mein eigenes Selbst. Und schon wird klar, warum es so wichtig ist, dass man sich selbst erstmal befreit. Damit man die eigene Befreiung, die eigene Vortrefflichkeit, die eigene Heiligkeit, die eigene Leichtigkeit in dem anderen überhaupt wahrnehmen kann. Es ist ja gut und edel gedacht, wenn so viele Menschen einander helfen wollen. Hat nur ein Problem. In dem Augenblick, wo jemand bis zum Hals im Schlamm steckt, kann er einem anderen nicht helfen. Das ist völlig absurd. Befreit er sich, geht seine Schwingung sozusagen, trifft sie auch auf den anderen und kann ihm ebenfalls helfen, sich wieder zu befreien. Deshalb muss er sich nicht selbst wieder in den Schlamm begeben. Ich habe gestern oder vorgestern geschrieben, warum wünscht sich nicht jeder eine hohe Schwingung? Dann hätten wir ja die Probleme nicht. Da schrieb einer, das hätten wir sowieso, wenn wir uns nur mit unseren Herzen verbinden. Solange die Herzen, von denen Sie gesprochen haben, alle belastet sind, würde eine solche Verkettung und Verbindung die größten Katastrophen nach sich ziehen. Also sehen wir uns doch bitte erstmal, also ich danke, ich möchte mich nicht mit irgendwelchen Herzen verbinden, wenn ich weiß, dass diese Herzen noch sehr belastet sind. Bin aber durchaus der Meinung, dass wenn jeder in der Lage ist, durch sein eigenes Denken sich selbst zu befreien, dass halt damit auch das eigene Herz befreit, logischerweise sich das eigene Denken, das eigene Herz, die eigene Schwingung sich mit allen verbindet, die ebenfalls unbelastet sind und frei sind. Und dann hätten wir es ja.
Anstatt darum zu keulen, ja, wir sollen uns mal andere Herzen verbinden. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Wenn jemand sich so verbindet, der noch bis hier in Belastungen steckt, ist das nicht gerade eine gute Idee. Aber es ist eine, wenn ich sage, befreie dein Denken und du befreist dich selbst. Befreie deine Schwingung und du befreist dich selbst. Erhöhe deine Schwingung und du befreist dein Denken und damit befreist du dich selbst. Das ist eine Wirkungsweise, die enorm ist. Und sie geht ganz ohne Orchestertusch vor sich. Aber wir müssen uns ein wenig Zeit geben. Das brauchen wir, das müssen wir. Weil wir schließlich eine ganze Weile mit dem, was wir so dachten und gut gefunden haben, dem wir uns so angeschlossen haben, damit haben wir uns eine Menge Belastung aufgehäuft. Und das ist nicht zu unterschätzen. In dem Augenblick, wo ich sage, prima, ich will eine höhere Schwingung, aber auf der Stelle, weil mich nur eine höhere Schwingung befreit und vor allen Dingen, weil mich nur meine eigene hohe Schwingung befreit. Bei einer hohen Schwingung eines anderen habe ich nichts. Ich kann sie aber wahrnehmen, wenn ich selber wieder eine hohe Schwingung habe. Und bin außer mir vor Freude, weil es ist einfach klasse, seine wahre Familie, seine wahren Geschwister, seine wahre Identität in dem anderen wiedergespiegelt zu sehen. Das dufte. Aber wir müssen uns dann ein wenig in Geduld üben und wieder so in diese eigene höhere Schwingung zu kommen. Und wenn ich das richtig sehe, haben viel zu viele noch damit zu tun, zu wahrzukommen, es dem anderen sozusagen erklären zu wollen, wenn man selber dann noch hinterherhinkt. Nun, das Gleiche könnte man auch zu mir sagen. Ja, damit hättest du recht. Ich meine, ich kann es ja tun, ohne dass ich das einem anderen erzählen müsste oder möchte. Warum erzähle ich es denn allen? Also dann kann man ja auch sagen, mit Frau Conny und so auch zu labern, machen Sie es doch, wenn Sie es so toll finden, aber lassen Sie uns dann hier mal weitermachen. Lass ich ja auch. Aber ich erkenne auch, dass einige wirklich einen Weg suchen, aber ihn noch nicht so ganz finden. Und den wünsche ich, wenn es irgendwie möglich ist, noch nicht mal Ratschläge zu geben, aber ganz sicher nicht in Kenntnis zu setzen, du bist frei. Du bist frei, wenn du dich frei denkst. Und frei denken kannst du dich, wenn du eine höhere Schwingung hast. Darum sage ich, bekomme eine höhere Schwingung. Ich habe vor ein paar Tagen einen Post von jemandem gesehen, ein Video von jemandem gesehen, der uns allen Jesus Christus empfahl. Der sagte, na, ich habe es gelesen, ich habe die Bibel jetzt entdeckt und aha. Da fing er schon an, dann aus der Bibel zu zitieren. Da dachte ich, verdammt nochmal. Wenn jemand aus dem absoluten Schlamm und Schwierigkeiten kommt, dann kann er schlimmere Meister finden als Jesus Christus von Nazareth. Keine Frage. Denn immerhin kam Jesus Christus aus der Kristallschwingung. Er kommt aus der Kristallschwingung. Und es ist besser, es ist sehr klug, sich jemanden zu suchen, als sozusagen jemand, der einem da erstmal eine gewisse Starthilfe gibt. Sich dann jemanden zu suchen, der eine Kristallschwingung hat. Und Christus hat eine Kristallschwingung. Aber der wird nicht meine Probleme lösen. Es ist so ähnlich wie man könnte sagen, wie ein Überbrückungskabel. Wenn das Auto liegen geblieben ist, und man irgendwie jemand Hilfe braucht, um seine eigene Karre sozusagen zur nächsten Tankstelle zu bringen. So kann man das ungefähr sehen. Und ich denke auch nicht, dass sich ein hochschwingendes Wesen oder Engelswesen, eine hochschwingende Identität sich anders sieht. Und ich tue es auch nicht. Ich gebe eine gewisse Information weiter, nämlich bekomme eine hohe Schwingung und du kannst dich frei denken. Wenn nun jemand auch ganz, ganz tief da unten im Modder da steckt, im Schlamm sozusagen feststeckt, dann wird er sich sehr freuen, dass jemand kommt, um ihm zumindest eine gewisse Starthilfe geben, dass er sich dann wieder rausziehen kann. Und das ist auch eine gute Idee. Aber auf diesem Weg lauern Fallen. Und was für welche? Denn wenn ich allzu bibeltreu bin und sage, ja, es ist nur die Bibel, es ist nur Christus, nur Bibel, nur Christus, ich will nur zu Christus, ich will nur zu Bibel, ich lese die Bibel, um ja bei Christus zu sein. Dann wäre meine Antwort auf diese Art und Weise, bist du ganz bestimmt nicht bei Christus. Ganz einfach deshalb nicht, weil sie noch zu viele Fallen hat im Sinne von, das ist eigentlich ganz einfach, stell dir mal einen Mann vor, der sich über die Frau erhebt
Und stell dir jemanden vor, der sagt, jawohl, ich meine, ich bin hier das Haupt der Frau. Natürlich ist Christus mein höchster Meister, natürlich ist Christus mein Haupt, klar, nicht, aber ich bin das Haupt der Frau. Das hat so ein Geschmäckle und wir wissen auch genau, was für eins. Ein Mensch, sofern er ein Gehirn hat, denkt bitte für sich selbst und nicht für die anderen. Aber damit werden einige noch Schwierigkeiten haben. Aber eine höhere Schwingung befreit genau davon. Bist du ausgeschlossen, dass du eine hohe Schwingung hast und dabei anfängst, deine Familienmitglieder zu verprügeln? Bist du ausgeschlossen? Es ist ausgeschlossen, eine hohe Schwingung zu haben und dann einen Raubmord zu planen oder irgendjemand das Haus anzuzünden. Das ist ausgeschlossen. Oder Bomben zu werfen oder auch nur die Anordnung zu geben, das zu tun. Das ist ausgeschlossen in einer hohen Schwingung. Darum sage ich ja, bekomme eine. Und je mehr das tun, desto besser ist es. Ich wünsche euch auf diesem Wege sehr viel Glück und vor allen Dingen wünsche ich euch eines: Durchhaltevermögen. Denn eines weiß ich sehr gut: Wenn man dabei ist, zu sagen, ich will eine höhere Schwingung, damit ich mein höchstes Ich wieder hören kann, damit ich selbst wieder der Empfänger meines höchsten Selbst bin, damit ich die unbefleckte Empfängnis meines Heiligen Geistes bin. Dafür brauche ich aber eine freie Fahrt, einen freien Funkverkehr, ohne Störfaktoren, ohne irgendwas, was mein Denken belastet, ohne irgendwelche anderen Sachen. Wenn du so bittest, wird es dir gegeben werden, weil du es bist, der es dir gibt. Ich habe mich gefragt, wann uns das auffällt. Aber Tatsache ist, wenn jemand anfängt zu beten, dann betet er sich selbst an. Nicht irgendein Gott. Nein, nein. Der erfüllt weder Bitten noch Flehen. Das hört er nämlich gar nicht. Aber gucken wir uns das Vaterunser mal an. Mal so zum Spaß. Oder auch sowieso überhaupt mal. Das ist nämlich wirklich interessant. Wie geht das nun ganz genau? Also es geht schon mal los, dass es ein sogenannter Vater ist. Vater können wir streichen, das ist weder Vater noch Mutter, das ist ganz einfach Licht. Also gut, das höchste Licht, fangen wir also an mit der höchsten Schwingung. Ja, du bist im Himmel, ja, das stimmt allerdings. Es ist also im Himmel, klar, alles frei und unbelastet. Da ist nichts anderes mehr. Keine Störfaktoren mehr und so. Dein Reich komme. Das ist unser Reich. Das Reich ohne Störfaktoren, das Reich von Freiheit, das Reich von Glück, das Reich von Heiligkeit, das Reich von Freiheit, von Freude und Liebe, logischerweise zueinander, weil man liebt das ja und dann liebt man logischerweise alles, was dazugehört. Dein Wille geschehe. Ja, es ist aber dein Wille. Dein Wille geschehe. Witzig. Es ist dein Wille, eine hohe Schwingung zu haben. Und eine so hohe, dass alles sich wunschgemäß erfüllt. So gesehen dein Wille, aber eben auch dein Wille. Gib uns heute unser täglich Brot. Wie wäre es denn mit dem Satz, ich bitte um eine so hohe Schwingung, dass ich immer genug zu essen habe und immer genug zu trinken habe. Ich bitte um eine hohe Schwingung, dass ich niemals krank bin, weil eine Krankheit darauf hinweist, dass etwas fehlerhaft ist. Und fehlerhaft ist es nur dann, wenn eine Schwingung nicht perfekt ist oder wenn sie eben Fehler hat. Und ich bitte um eine hohe Schwingung, damit ich niemals irgendjemandem Unrecht tue, damit ich niemals schuldig werde und auch niemals ein Opfer von etwas oder jemandem bin, der in irgendeiner Weise übergriffig wird und der mir irgendetwas antut, was man übel nehmen müsste. Auf diese Art und Weise kommen wir weiter. Alles Weitere überlasse ich deinen eigenen Überlegungen. Je höher deine Schwingungen sind, desto besser sind deine Überlegungen. Darum sagte ich ja auch. Eines Tages wirst du meine Geräte nicht mehr brauchen. Warum solltest du mir zuhören, wenn du doch besser selber zuhören kannst? Aber darum sage ich auch, begreife, was dein Denken dir will, wohin dein Denken geht. Verstehe die Richtung, auf die sich das Ganze konzentriert.
Und korrigiere die Richtung sofort, wenn du merkst, es führt dich genau dahin, wo du gar nicht hin willst. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, gutes Gelingen sowieso. Und als ich sagte, viel Durchhaltevermögen, naja, also denke daran, dass sich vieles von dir verabschieden muss, was noch mit Klauen und Zähnen an dir festhalten will. Aber je höher deine Schwingung ist, desto mehr fällt es von dir ab. Es geht nicht ohne Verluste, es geht auch nicht ohne Abschiedsschmerz und es geht auch nicht ohne einige Kopfschmerzen, wie schon gesagt. Und es gibt auch einiges, wo, ja, also es gibt auch sowas wie Drehschwindel, also da, dass man das Gefühl hat, es dreht sich alles um einen herum. Ja, man könnte fast sagen, du kannst an nur eine Achterbahn fahren, ohne dass es Geld kostet. Das geht ein ewiges Rauf und Runter. Also, ja, doch, es ist spannend. Kann man nicht anders sagen. Und gönn dir Ruhe dafür. Nehme dir die Zeit dafür. Du brauchst sie. Damit du mit nichts mehr deine Zeit vertändelst, was sowieso überflüssig ist. Was du auch gar nicht mehr haben willst. Und guck dir bei allem, was dir so verlockend erscheint, gut an. Ob du das wirklich haben willst, ob du es wirklich brauchst. Und ob das, was du da haben willst, in eine höhere Schwingung passen würde oder nicht. Glaub mir, das ist ja kein Lunapark. Also es ist zwar lustig, die ganze Geschichte hier, aber du musst auch wissen, was da für dich auf dem Spiel steht. Denn also eine Menge Probleme heißt auch, du musst eine Menge umwandeln. Du musst eine Menge transzendieren, du musst eine Menge in eine höhere Schwingung bringen. Und zwar wird es durch dich in eine höhere Schwingung kommen, wenn du selbst eine höhere Schwingung hast. Darum ist es ja so wichtig, dass du eine höhere Schwingung kriegst. Ich habe keinen Papagei verschluckt. Ich habe nur gesagt, eine höhere Schwingung ist notwendig, damit du alles um dich herum in eine höhere Schwingung wandeln kannst. Und das ist, mit Verlaub, es ist auch manchmal anstrengend. Keine Frage. Andererseits, es lohnt sich. Denn es ist ein ungemein glückliches Leben. Wenn du merkst, alles wird besser, alles wird schöner, alles erfüllt sich so, wie du das haben willst, weil es zu deiner höheren Schwingung passt. Und weil sich nichts mehr einstellt, was dich in eine niedrige Schwingung zerrt. Hat doch was, oder? Dafür lohnt sich das Ganze hier, ja. Also, alles Gute, alles Liebe, komm gut hin und tschüss und gutes Gelingen.